ich will euch mein Kaufverhalten-Video abdrehen und ich zeige euch zuerst die Sachen, die ich gekauft habe, noch zusätzlich. In Aktion war vor meinem Urlaub wieder das Batiste Trockenshampoo, deswegen habe ich mir zwei mitgenommen. Ich habe mir auch mal geleistet ein Clinique-Gesichtswasser. Das sieht so aus, weil meine Arbeitskollegin meint, ich soll das verwenden. Ich hatte ja das Lilane und mit dem war ich überhaupt nicht zufrieden. Das könnt ihr euch sicher eh noch erinnern, weil da habe ich ja gemeckert, dass mir das zu stark ist. Und sie hat gemeint, ich soll das nehmen, weil sie hat das auch und sie findet das auch gut. Weil sie hat genau dasselbe Problem wie ich mit trockener Haut. Beim DM habe ich mir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Maske hier mitgenommen. Ja, ich kleiner Junkie. Und bei, ich habe auf Instagram von einer gesehen, die hat so Melonen, nein nicht Melonen, Erdbeeren sich aufgeklebt als Duschmaske und Rosenblüten. Und ich wollte das unbedingt auch haben. Und dann gehen meine Freundin und ich sind dann beim Douglas gewesen und ich habe das gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Marke heißt. Coco Star, stimmt das vielleicht? Ich hoffe, ich weiß nicht. Aber es war sehr, sehr teuer, das Teil. Das sind Melonen, die man sich aufgeben kann. So sieht das aus. Ich glaube, meine Freundin hat sich die Rosenblüten genommen. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich glaube, sie hat sich die Rosenblüten genommen. Nein, natürlich, es Wassermelone gab. Aber erst hatte ich ja vor, die Erdbeeren zu nehmen. Aber weil es ja Melone gab, habe ich mir natürlich die Melonen mitgenommen. War ja klar. Wer hätte damit jetzt nicht gerechnet? So sieht das aus. Bin nur gespannt, wann ich es benutzen werde. Ich habe nämlich so, Gurken gab es nämlich auch und ich habe noch von der Deko diese Gurkendinger und ich glaube, die werde ich dafür auch aufbrauchen, damit die endlich mal weg sind. Ja, kommen wir zum Wesentlichen. Ausgegeben habe ich 145,60, sehr viel, ich weiß, aber das ist, weil ich wieder beim Klamottenshoppen war. Ich war bei Ozi, bei Tali, ja, habe mir ein Kleidchen wieder gekauft. Ich glaube, das habe ich in keinem Video gezeigt, in keinem Haul. Ich werde euch da ein Tragebild einblenden, weil ich habe das mir, wie soll ich sagen, im Sale war das. Und ich habe mir das unbedingt einbildet, weil es natürlich rot ist und es sieht so ähnlich aus wie das andere, das ich habe. Und deswegen wollte ich das unbedingt haben. Also falls euch, weil jeder hat mich gefragt, also sehr viele haben nach dem roten Kleid gefragt, das ich auf meinen Bildern auf Instagram anhatte. Und das ist so ähnlich. Also wenn ihr jetzt unbedingt so ein ähnliches haben wollt, könnt ihr zum Taliwell gehen. Die haben jetzt aktuell Sale und ich habe das, glaube ich, letztes Mal noch gesehen. Ja. Also wie es für mich war, ist, also ich finde schon, dass es besser wird. Weil, naja, okay, nicht wirklich. Ich war letzten Monat 18,26 € drüber und diesmal bin ich 45,60 € drüber. Du nervst. Ich brauche den Ventilator, weil mir so heiß ist, aber mich nervt es, dass es da unten meine Haare von Lippenstift tut. Ich war auch im Tiki Max und ich war da mit meiner Cousine drinnen und ich habe BHs probiert, weil ich brauche dringend BHs. Klingt jetzt vielleicht nicht so interessant für YouTube, aber ich habe keine mehr, die mir passen. Und deswegen brauche ich unbedingt neue und ich finde keine. Ich finde einfach keine. Wer meinen Körperbau kennt von Fotos oder sonst was, weiß vielleicht, warum ich keine finde. Aber es ist echt mühsam. Es ist wirklich mühsam. Beim Tiki Max gab es so, so schöne. Ich habe zwei probiert, ich bin nicht einmal reinkommen. Ja. Ja, es ist echt dramatisch. Wirklich dramatisch. Und, was wollte ich noch sagen? Und ich habe eine Augencreme von Elisabeth Arden gesehen und ich habe sie mir nicht gekauft. Das Einzige, was ich mir gekauft habe, ist Unterwäsche und ich hoffe, ich passe da überhaupt rein. Weil gewaschen habe ich sie schon und ich habe sie noch nicht probiert. Ich glaube, da hängt eh auch irgendwo eine davon. Ja, eine graue. Eine graue, eine rosa und eine schwarze, glaube ich, war dabei. Sehr interessant, oder? aber ich wollte die unbedingt haben, weil ich die so schön fand. Und mir gehen auch Unterhosen aus. Also alles wird kaputt an. Unterwäsche, Leggings, alles wird kaputt. Und ich bin auch so kleinweise am Aussortieren. Ich habe da hinten, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil genau die Binnwand dazwischen hängt, aber da hinten hängt so ein weißes Oberteil, das mit einem Totenkopf hinten, das werde ich meiner Nichte schenken, weil ich passe da nicht mehr rein. Ich habe das anprobiert und ich habe mir gedacht, nein. Einfach nur nein. Und ich bin zu alt für sowas. Deswegen einfach nein. Es ist wunderschön und ich hoffe, meine Nichte trägt es, aber es geht für mich nicht. Es geht wirklich nicht. Ja. Dann, ich war ja zweimal im Juni im Tiki Max drinnen, also ist nur meine Cousine. Einmal mit meiner Cousine, die gerade mir geschrieben hat. Und beim zweiten Mal waren
Jan, Roman, Lin und ich unterwegs. Da gibt es sogar ein Video auf meinem anderen Kanal. Nur habe ich da, glaube ich, im Tiki Max nicht gefilmt. Nein, habe ich nicht. Ich war zwar auch dort und habe Geld ausgegeben dort, richtig viel sogar. Meine Schwester wollte diesen großen Mini-Boot-Teppich haben. Den werde ich euch mal in einem Follow Me Around zeigen, den Winnie-Pooh-Teppich. Den gab es nämlich beim Tiki Max und der war so süß. Und ich habe ihn geschickt und sie wollte ihn dann haben. Den habe ich ihr mitgebracht. Da hat sie mir dann das Geld gegeben, also zählt das ja eigentlich nicht. Dann habe ich meiner Nichte, ich wollte ihr einfach auch was kaufen, weil ihr haben ein paar Sachen gefallen und sie hat mir so leid dann, weil das nicht ihre Größe war. Da gibt es immer beim Tiki Max gibt's so schöne Sachen und manchmal passe ich da selber nicht rein, was mich ärgert. Dazu dann in einem nächsten Tiki Max Haul mehr, wenn ich den Umtausch heute schaffe, den ich mir vornehme. Und ja, ich muss sagen, sie hat mir wirklich leid getan. Deswegen habe ich hier zwei Oberteile, glaube ich, gekauft. Ich glaube, zwei Oberteile waren es. Ein T-Shirt mit einer Muschel drauf und noch irgendeines. Aber wenn sie es anhat, werde ich das euch mal in einem Follow Me Around zeigen. Ich weiß nur noch das mit der Muschel, weil das hat einen urschönen Schnitt. Und noch irgendeines, was mir gerade aber nicht einfällt. Und sie hat auch eine Trinkflasche von mir bekommen, die lila ist. Die habe ich auch vor kurzem auf der Marie-Hilfer-Straße gesehen. Eigentlich hätte ich sie mir kaufen sollen. Wenn ich die heute sehe, kaufe ich sie vielleicht. Dann habe ich mit der Lin dieselbe Flasche. die habe ich gekauft, weil sie die unbedingt haben wollte. Die hat sie auch schon brav benutzt in der Schule. Wie sie noch in die Schule gegangen ist, jetzt in der Sommerferien. Und irgendwas habe ich hier noch. Also die zwei Oberteile, das. Und ich glaube, das war's eh. Und ich glaube, in dem nächsten Tiki Max Haul seht ihr dann, was ich mir gekauft habe. Aber ich glaube, es war nicht viel. Es war nur das Teil hier. Was ich mir, glaube ich, gekauft habe. Das ist nämlich ein Beauty Blender Holder. Und den wollte ich unbedingt haben. Dazu gab es aber auch einen Beauty Blender, aber dazu dann im nächsten Tiki Max Haul mehr. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zum sagen. Ich muss aber sagen, dass ich sehr stolz auf mich war, dass ich nicht ausgeartet bin im Tiki Max, dem Monat Juni. Im Juli sieht es anders aus. Aber ich hatte auch einen 20-Euro-Gutschein von meiner Freundin, also habt Mitleid. ja, und ich gehe heute wieder. Deswegen, ja, ich habe ein bisschen Angst. Aber es wird schon, würde ich mal sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr die Sachen findet, die ich noch zusätzlich gekauft habe. Ich habe sie auch aufgeschrieben. Ja, und das war's. Ich hoffe, euch hat's, habe ich schon gesagt. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!